Bei vielen afghanischen Ländern ist die Baumwolle das Hauptexportgut. Und ungefähr 20 Millionen Menschen südlich der Sahara leben von der Baumwolle. Das Gute an dem Projekt ist ja, dass wir die Baumwollbauern schulen, dass wir gegebenenfalls noch mal ein oder zwei Nachschulungen machen müssen. Aber dann können die Bauern selbst ihre höheren Erträge erzeugen. Das heißt, es ist kein Projekt, was dauerhaft immer Mittelzufluss benötigt. Und das finde ich überhaupt in der Entwicklungshilfe das Wichtige, dass Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird. Für den Einsatz dieser Cotton Made in Africa Baumwolle zahlen letztendlich die Einzelhändler oder die Markenproduzenten eine Lizenzgebühr. Diese Lizenzgebühr verwenden wir einmal neben der Schulung für die Baumwollbauern und für Erweiterung des Projektes, dann für die Zahlung einer Dividende an die Baumwollbauern, sodass die Baumwollbauer einmal durch höhere Ernterträge, aber auch durch eine zusätzliche Dividende ihre Einkommen erhöhen. Und einen Teil nehmen wir auch für soziale Projekte. Das heißt, wir bauen Schulen, wir sorgen dafür, dass die Kinder Schulkleidung bekommen, dass Lehrer eingestellt werden. Aber wir bemühen uns zum Beispiel auch um die Erwachsenenbildung. Wir haben 150.000 Baumwollbauern jetzt inzwischen in 5 Ländern in die Programme. Wir werden das aufstocken sukzessive auf 250.000 Baumwollbauern. Und das bedeutet, dass wir hier natürlich die mit ihren Familien zusammengerechnet rund 2,5 Millionen Menschen zum besseren Lebensstandard verhelfen.